Servus Leute, hier sind wir wieder beim Landwirtschaftssimulator 2013. Megaprojekt mit dem Guten im Bild. Jo, hallo. Und der Doc übernimmt jetzt die Arbeit, was ich letzten Part gemacht habe. Ja. Nämlich das Grubbern des Feldes fertig. Wenn es funktionieren würde mit diesem scheiß Cerion. Ich hasse dieses Fahrzeug. Der ist urgenial. Ach, der ist scheiße. Der ist so ein Rotz ist das, dieses Mistscheiß-Ding hier. Sag nie was gegen einen Kackdreck aus der Hölle hier. Du wahnsinnig, du wirst Abonnenten verlieren. Was das ist mir doch sowas von scheißegal. Diese blöden Cerion-Fans kann ich eh nicht leiden hier. Kleine Pissgesichter, oh. Ey. Mann. Jetzt kommt der Range. Rage. Doc im Rage-Mond. Warum funktioniert dieses Piss-Ding nicht? Im Range-Mond. Ja. Was willst du? Was funktioniert nicht? Ach, dieses blöde Absenken funktioniert nicht. Ja, du musst es ausgewählt haben. Ja. Den Gruber. Das ist doch ein Rotz hier. Ja, das musst du. Kackdreck aus der das Hölle. Nichts mit dem Cerion zu tun. Das ist Kackdreck aus der Hölle, dieses Scheißding. Außerdem fährt der Scheiße. Der ruckelt. Was tut der? Der ruckelt. Der hüpft. Okay. Zuschauer, hört ihm nicht so genau zu. Das ich der mag hat ihn was ich eingeworfen. Mag ihn ich finde ihn hässlich, ich finde ihn blöd und ich mag das Ding nicht. Genauso wie ich den Fendt, den wir da haben, den mag ich auch nicht. Und den großen John Deere mag ich auch Warum nicht. Warum magst du eigentlich überhaupt keinen Schlepper? Weil die hässlich sind. Aha. Welches Feld? Ach, wir machen erst die kleinen, würde ich sagen. Du willst halt so Feld 5, 6 sozusagen. Ja. Was, dann überhole ich dich ja, weil ich habe noch ein Ding hinzufahren. Oh. So. Ja, wir wollten darüber reden, dass der Doc völlig blöder ist im Kopf. Ja, das kennen die Zuschauer schon. Das hast du gesagt halt. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, was wir uns für 2014 in Bezug auf YouTube vornehmen. Halt, was man sich sonst so vornehmen, können wir vielleicht einmal ein anderes Mal noch reden. Ein bisschen Zeit ist ja noch bis zu Silvester. Ja, ein paar Tage oder ist noch hin. Wir können das ja auch danach machen. Macht ihr da eigentlich irgendwelche Special-Videos, Weihnachten, Silvester so? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich habe halt nicht wirklich Zeit, ich werde nichts machen. Ich bin am überlegen, ob ich tatsächlich am 23.12., aber da bin ich mir wirklich noch nicht ganz sicher, ob ich da vielleicht mal so eine Art Livestream versuche. Mit deiner Leitung? Ja. Das ist nicht so schlimm. Das geht. Also muss man sich halt das richtige Spiel aussuchen dafür. Das geht nicht. Ich bin am überlegen, ob ich Limbo oder Evoland oder sowas nehme. Na, Terraria Villa, das ist Oder Terraria, das geht auch, ja, genau. Ey, du magst Terraria? Jetzt doch. Hey, ich mag es nicht, aber ich würde es halt für die Zuschauer spielen, damit sie überhaupt was zu sehen kriegen. Du könntest ja mit Community Server und so weiter. Ich hätte auch echt Bock, dieses Jahr nochmal so eine Aktion zu machen, auf dem TS einen Raum und dann sagen, okay, am Sonntagabend, 19 Uhr, könnt ihr alle da drauf kommen und dann unterhält man sich einfach mal. Genau. Zuschauer auch Interesse Übrigens, lieber Markus, ja. Markus, ganz ehrlich, dass diese stückchenweise Grubbern ist gar nicht so eine tolle Sache. Denn es sind immer wieder kleine Flecken, wo ich dann doch ein paar Stoppeln stehen lasse. Und da wird sich dann wieder, werden sich gewisse Leute aufregen, dass das nicht sorgfältig gearbeitet Ola, ist. Wieso lässt du Stoppeln stehen? Ja, ich fahre zwar korrekt eine Spur hier, aber irgendwie auch nicht so ganz korrekt, weil ich das halt. Ja. Ja, beim Reinfahren ist es manchmal ein Problem. Aber das ist ja vollkommen egal, das macht ja sowieso nicht die Seemaschine nachher. Es kommt drauf an. Wir haben eine Direktsaatsäemaschine. Ja, auch wenn wir, nein, auch wenn wir die mit Wenn wir Mais nehmen, dann macht es auch nichts. Das siehst du nachher nicht einmal. Doch, das siehst du. Das siehst du tatsächlich, doch. Okay. So, ich will mal gerade gucken hier, aber. Ja, dann hätte ich den GPS-Mod nicht auf 12 Meter, sondern auf, weiß nicht, 11,80 Meter. Ja, ich mache ihn auch immer ein bisschen kleiner, als dann wirklich die dann Arbeitsbreite auch ist. Das ist kein Problem gewesen. Ja. Und vor allen Dingen arbeite ich sie dann wirklich Reihe vor Reihe weg. Und lasse halt nicht irgendwie so kleine Fältchen, Stückchen da stehen. Ja, das mache ich ja nur, weil dass ich leicht in die andere Reihe reinfahren kann. Ah. Das ist schon wieder nicht gedüngt, sehe ich, glaube ich. In einem Feld hier. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Gordon. Bei dir gedüngt? Nee, sehe ich gar nicht. Ist gedüngt, oder? Ist nicht gedüngt. Ja, egal. Nicht, wenn was im Bestand ist. Jetzt können wir nicht mehr durchs Feld fahren. Das habe ich jetzt selber versaut. Ja, liebe Leute, das habe ich selber versaut. Das ist schon richtig. Hab da was recht. Beim Case-Drescher aber ein bisschen blöd ist, dass man, wenn man das Fahrzeug ausgewählt hat, dass das dann nicht mit dem V geht, weil die ja einzeln sind zum Anwählen. Bei dem Dominator musste man da, glaube ich, nur den... Ja, das war irgendwie schöner. Das ist leider... Weil das Schneidwerk ja eine Funktion hat in diesem... Ja, eben. Das ist ein bisschen schwierig.
Obwohl es jetzt, ich finde schon mal ganz gut, wenn man den Drescher selber ausgewählt hat, da kannst du ja jetzt auch, glaube ich, V benutzen, ne? Ja. Mann. Nur um zu. Doch, um zu heben und zu senken. Also sonst, ich habe es immer so gemacht, dass ich den Drescher ausgewählt habe und dann einfach B, dann habe ich es halt auch ausgeschaltet. Ja, dann geht's auch mit B. Ja. Ach, ich kann noch mal Rundumleuchte ausmachen. Ich bin ja gar nicht mehr auf der Straße. Nicht? Nee. Ach, Quatsch, das merkt doch gar keiner. Merkt doch gar keiner. Die gute Rundumleuchte, Mensch. Nein, Leute, mal ganz ehrlich, jetzt zum Cerion noch mal ganz kurz. Ich mag ihn halt wirklich nicht. Wer den mag, okay, alles klar, schönes Ding, aber... Oh, jetzt kämpft er wieder um seine Abonnenten. Nö, was heißt er kämpft um seine Abonnenten? Ich wollte mag ich nur das mal Ding so ganz halt stumpf nicht. Einwerfen. Aber ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr mich deswegen hasst. Das liebe ich nämlich. Ich glaube, der Cerion ist wieso so ein bisschen teilweise geteilter Meinung. Einige würden, weil was ich so lese, auch teilweise gerne haben, dass ich nur mit 100 PS Schleppern spiele und so. Ja. Vielleicht, weil sie das so von zu Hause kennen oder sowas. Da gibt es viele, den haben wir auf dem Hof, spiel den mal. Ja, du kannst den schon spielen, aber wenn du halbwegs realistisch das machen willst, halt, dass du einen, also nicht bei einem 100 PS Schlepper, nur weiß nicht, eine 3 Meter Seemaschine, dann regen sich die Leute auf, wenn du 2 Stunden lang ein Feld sehen durst. Ja. Weil du musst irgendwie, entweder du magst, ja, du scheißt drauf und du siehst trotzdem nachher mit den 15 Meter Ding. Bei gehen tut's ja, im Endeffekt. Aber, ja, dann fahre ich lieber mit meinen 350 PS Sachen oder sowas und dann habe ich dafür mehr Abwechslung drinnen. Aber liebe Leute, ihr habt es bei mir eben gerade ja im Bild gesehen, wenn ich mal hier diese F1-Hilfe einblende. Alleine, dass ich hier eine Liste habe, die fast über einen halben Bildschirm geht, das ist mir viel zu viel Funktion. So ein Rotz will ich nicht. Tut mir leid. Also jetzt nichts gegen die Arbeit des Modders, der hier sich wirklich vielleicht Gedanken gemacht hat, möglichst viele Funktionen einzubauen, aber genau das will ich nicht haben. Okay. Ich möchte das Ding einfach nur fahren und benutzen, mehr nicht. Okay. Aber ich finde gerade die Funktionen, die machen das Spiel ja, das ist so interessant. Ja, siehst du, und das möchte ich halt gar nicht haben. Ich möchte ganz einfach, also nur 2 Tasten drücken und dann spielen und labern. Okay. Aber wir waren, glaube ich, bei einem ganz anderen Thema. Wir waren bei dem Vorhaben, was wir so vorhaben. Jetzt ist der Part wieder zu Ende. Jetzt ist der Part wieder zu Ende. Ey, jetzt nicht hör ehrlich, auf, wir machen mal jetzt einen Halbstunden-Part. Mir ist das nicht klar. Nein, ich hab gesagt, sonst ist der Part wieder zu Ende. Nein, ach so. Wir haben jetzt 8 Minuten. Okay. Ich dachte schon. Also gut, was hast du für das nächste Jahr so auf deinem Kanal vorgenommen dir? Hast du neue Projekte in Aussicht, neue Spiele, die du vorstellen willst und so? Ich wollte ja gerne was mit Lenkrad machen und ich wollte vielleicht mal ein bisschen was mit unkommentierten Gameplays machen, dass ich irgendwie AT Wheels Extreme Trucker kennt vielleicht jemand von euch. Ja. Dass also ich sowas mal mit Lenkrad spiele und dann wirklich so Aufträge da fahre, ohne das zu kommentieren, weil irgendwie, das ist mir letztes Mal aufgefallen, das ist eigentlich richtig schön entspannt, wenn man da vielleicht einfach mal so gar nichts macht, sich nur aus Fahren konzentriert. Bisschen entspannte Musik im Hintergrund oder sowas. Ja, aber das spielt natürlich auch so ein bisschen das jetzt rein, wo auch 2014 große Änderungen auf YouTube zu erwarten sind mit dem neuen Content-ID-System da, ne? Ja. Da müssen wir halt noch mehr aufpassen als eh schon. Aber ich glaube, die Spiele, die meisten von uns spielen, sind davon nicht so stark betroffen. Ja. Ich glaube, also Giants habe halt wird da nicht so wild sein. Da gibt es, glaube ich, andere Publisher, die das deutlich strenger handhaben. Es sind ja hauptsächlich gar nicht mal so sehr die Publisher. Die Publisher sind eigentlich sogar auf unserer Seite eher. Die sagen, was soll denn der Rotz? Warum ist da ein Content-ID-Treffer drauf? Wir kümmern uns drum, ne? Ja. Das sind halt dann irgendwie andere Leute, die da irgendwie den Content als den ihrigen ausgeben und dann versuchen halt auf billige Art und Weise, auf betrügerische Art und Weise, auf die Art Geld zu verdienen. Und da haben wir, glaube ich, momentan am meisten mit zu kämpfen, mit diesen kleinen Pissgesichtern. Aber ich glaube nicht, dass es so schlimm sein wird, oder? Ich glaube, so krass wird sich nichts ändern. Also es ist bei einigen Leuten ist es ganz extrem. Frank Sirius hat ja gestern 2 Videos dazu rausgebracht am Donnerstag. Und bei ihm sind es etliche Videos. Bei ihm sind es auch Interviews teilweise gewesen und sowas, ne? Und Sachen, wo er definitiv die Rechte dran hat, weil er sie definitiv selbst produziert hat. Ja, ich glaube aber, dass in der Let's Play-Branche, wo wir sozusagen tätig sind, eher
Nee, zu Doch, rasch. doch, es sind etliche. Schau mal ins Forum rein und so. Es sind wirklich etliche, die da Probleme haben. Also passt auf, wenn ihr Inhalte, wenn ihr selber Videos macht, egal was, seht wirklich zu, dass er entweder wirklich, dass das euer eigener Content ist, 100%. Oder dass ihr halt definitiv auch das Recht dazu habt. Hier Creative Commons Lizenz, sage ich nur. Und da müsst ihr aber auch sagen, gucken, dass es für die kommerzielle Nutzung freigegeben ist. Denn es Das gibt ist halt auch. im Endeffekt, sobald du, es geht eigentlich nur, die Treffer passieren hauptsächlich nur, wenn du Werbung hast, Wenn sobald du du Werbung schaltest. monetarisierst, ja, hauptsächlich, klar. Wenn du nicht monetarisierst, darfst du eigentlich machen auf YouTube alles, was du willst. Also nicht Ah. viel. Naja, nee, würde ich auch nicht sagen, weil du kriegst dann auch die Content-ID-Treffer, die schalten dann, obwohl du selber eigentlich nicht monetarisierst, schalten die trotzdem ihre Werbung drauf. Also das kann auch dein Kanal erwischen, obwohl du nicht monetarisierst. Ja, aber sie können damit, ja, sie schalten ihre Werbung drauf, okay, dann haben sie halt ihre Werbung drauf, Würde mich aber persönlich als, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde mich das aber tierisch stören. Weil wenn da jemand Videos mit den Videos Geld verdient, dann möchte ich das gefälligst sein. Sind ja schließlich meine Videos. ja, okay. Ne? Also sehe ich persönlich so. Also entweder gar keiner oder ich. Kann ich auch so nachvollziehen. Und da müssen Deswegen. sie aber mal nachhalten, da kannst du sicher, ich glaube, dass das rechtlich noch nicht so ganz abgedeckt ist. Und das kommt auch darauf an, wo du den Standort hast. Weil ich, was ich gehört habe, als Österreicher hast du da ziemlich einfach, Ja. weil YouTube den Unterschied noch zwischen Deutschland und Österreich macht. Ja. Und Österreicher bekommen nahezu keine Content-ID-Treffer. Du aber, was ich schon gehört habe, es sind auch sehr, sehr viele amerikanische Kanäle und die haben ja noch ein ganz anderes Urheberrecht da. Es sind Ja. sehr, sehr viele amerikanische Kanäle betroffen. Ja, Und nein, ich die haben sage ja eigentlich alles auf Fair Use. ja. Ja, eben, ja. genau. Ja. Und die sind also wirklich, die schießen jetzt nicht nur hier, was weiß ich, hier bei uns in Deutschland wegen der fucking GEMA. Grüße an ihr, an euch kleinen Pissgesichter da. Schießen die quer, sondern es ist halt wirklich, es geht darum, die Rechte der tatsächlichen Urheber eines Werkes zu schützen. Das finde ich auch okay. Das finde ich wirklich absolut okay. Ja, wenn jemand beispielsweise ein Videospiel produziert hat, dann soll und oder ein Musikstück produziert hat, dann soll derjenige dafür bitte auch seine Einnahmen haben, wenn es, wenn dieses Ding dann halt Einnahmen generiert. Ja, sicher, wenn es Einnahmen generiert. Aber wenn ich sozusagen Bin das der. YouTube halt nicht monetarisiere, muss es denen komplett egal sein. Solange ich kein Geld damit verdiene, Naja, wie gesagt, aber das dürften ist sie eigentlich halt. nichts machen. Aber wir sind schon wieder vom Thema völlig abgegriffen und jetzt Ja. abgekommen und jetzt ist, glaube ich, wirklich gleich die Folge Na, vorbei. 2 Minuten auch noch. Das wird Ja, sicher eng ne? werden. Also dann sag du noch, also einen guten möchte was mit Lenkrad Und machen ich möchte und. gerne noch mehr, so wie ich schon gesagt habe, dass man mal sowas macht, so eine Stunde auf dem TS mit allen Leuten, die darauf Bock haben, von den Zuschauern und so, halt Halt mehr dann. Community-Arbeit. Ja, genau, Ja. und Ja. Markus will auf Tour war's, da wollten wir uns ja noch ein oder zwei Zuschauer dabei holen, Genau. die sich dann demnächst bewerben können. Ja, Hast du das. schon die ersten Bewerbungen rein? Ja, eine per Video, eine per Webcam-Video, das war eine ganz coole. Das ist richtig cool, ja. Okay. Ja, und Markus, ganz schnell du noch? Oder hast du mehr, dass wir dafür eine extra Folge aufnehmen müssen? Nein, ich ganz kurz mal sagen wir so, ich will schauen, wie es weitergeht mit meinem Kanal. Ich habe mir jetzt nicht groß was vorgenommen, weil ich bin im Endeffekt noch in den Startlöchern. Mein Kanal gibt es jetzt seit 3 Monaten, halt 2,5 Monaten. Und ja, was daraus wird, das werden wir sehen. Und es gibt ein paar Projekte. Das eine wird Final Fantasy 7 sein, das werde ich machen, hundertprozentig. Was es sonst noch geben wird, wird die Zeit zeigen, was auch sozusagen Release-mäßig kommt. Und dann auf jeden Fall im Herbst, falls ich noch dabei bin, den LS16. Ja. Oder 15. 15, nicht 16. Auf LS15 bin ich auch. Ja. Das wird, Also. denke ich mal, wieder eine richtige Bombe. Irgendwie. Vielleicht wird die Änderung nicht groß, aber ich denke mal, das Ding wird trotzdem gut ankommen. Ja. Egal wie es aussieht. Weil die Dann Community einfach mittlerweile doch riesig ist. will ich noch ganz kurz sagen, was ich noch vorhabe. Ich will mich also wirklich im nächsten Jahr doch noch ein bisschen mehr auf Commentaries konzentrieren, aber das Let's Play nicht völlig sein lassen.
Also da braucht er keine Angst zu haben, es wird weiterhin Let's Plays geben, aber ich möchte mehr Commentaries machen, weil es mir einfach viel mehr Spaß macht, ganz ehrlich. Da kann ich nämlich beides einzeln machen, ich kann spielen und dann danach kommentieren und ich muss nicht beides gleichzeitig machen und da leidet immer so ein bisschen die Qualität drunter, beides gleichzeitig zu tun. Verstehe ich auch. Ja, und was Zuschauer sich wünschen oder was die für Vorsätze haben fürs neue Jahr, würde mich auch gerne interessieren. Unterschreibt uns Richtig. bitte in die Kommentare und es wird da sicher nachher das eine oder andere Video vielleicht von uns geben, wo wir das ein bisschen näher besprechen oder auf die Kommentare eingehen. Ja, wenn natürlich, dazu müssen aber Kommentare da sein, ne? Genau. Also wenn ihr nichts schreibt, dann können wir nichts kommentieren in den Kommentare, Kommentiershows hier. Gut. So, das war's. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nicht im nächsten Jahr, sondern wir sehen uns natürlich in ein paar Tagen gleich wieder, weil, oder am nächsten Tag. Ja. Und ja, ciao von mir mal. Ciao. Ja, ne? Macht's gut und vergesst uns nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.